bedanke ich mich erstmal für das Kommen und vielleicht nochmal ein oder zwei Sätze vorweg, was die Motivation dieses Vortrags war und warum. Und zwar vielleicht diejenigen, die aus der Region Bonn kommen, die haben am Anfang dieses Jahres diese große Biodiversitätskonferenz hier in Bonn vielleicht mitbekommen. Und ich bin da jeden Morgen mit der S-Bahn an diesen Schildern vorbeigefahren und dann dachte ich mir, da steht dann immer auf diesen Schildern drauf, Vielfalt ist wichtig, Vielfalt ist sau wichtig und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch im Prinzip genau dasselbe, was wir schon seit 10 Jahren über freie Software sagen. Wir brechen hier eine Lanze für Softwarevielfalt, dass man eben die Auswahl hat und die wir hier mit freier Software haben. Und wenn hier die Biodiversität so eine große Konferenz machen konnte, die weltweit Beachtung gefunden hat, dann sollte man doch mal untersuchen, ob das, was wir hier in der Softwarewelt sehen, ob das vergleichbar oder ob die Biodiversitätsprobleme, die man dort diskutiert hat, ob das auch übertragbar ist auf die Software und ob wir da in der Software mit denselben Problemen zu kämpfen haben, die man auch in der richtigen Natur zu sehen bekommt. Und das ist die Keimzelle sozusagen, die Ausgangsposition für diesen Vortrag. Und ich nehme euch dann einfach mal mit auf die nächste Stunde, auf die Reise durch die teilweise Biologie, teilweise auch natürlich adaptiert auf die Software und freue mich auf die Diskussion, die sich dann hoffentlich über diesen Vortrag und die Gedanken, die ich dann hier in den Raum stelle, erbrennen wird. Ja, was man hier als erstes sieht, ist einer der Originalmanuskripte von Charles Darwin. Also Darwin ist ja derjenige, dem wir sozusagen diese Evolutionstheorie verdanken. In letzter Zeit ist das ja so ein bisschen ins Gerede gekommen, wird ja nicht mehr in allen oder von allen, vor allem in den USA, so 100% akzeptiert. Interessant ist, die Gegenbewegung nennt sich, wer weiß das nochmal? Und vor allem, das ist Intelligent Design. Also ich glaube, bei Software haben wir beides, oder? Evolution und Intelligent Design. Jedenfalls, wenn das die richtige Software ist. Auf jeden Fall, was wir hier sehen, ist die im oberen Teil der erste Gedankengang, den er so hatte, über so einen Abstammungsbaum. Und das ist im Prinzip genau das, worum es sich hier alles dreht in dem Vortrag. Wir werden einfach mal beleuchten, gibt es auch Abstammungen oder gibt es auch Weiterentwicklungen in der Software, in der freien Software und wie passt das hier zusammen mit so etwas, was der Charles Darwin hier gemacht hat. Und eine der Grundvoraussetzungen ist eben die Selektion in seiner Evolutionstheorie, dass man sozusagen, ich habe das mal versucht zusammenzufassen, das überlebenstüchtigere Individuum vermehrt sich einfach stärker als die nicht so überlebenstüchtigen. Und da müssen wir jetzt auch wieder im Hinterkopf haben, was bedeutet das auch bei Software? Die überlebenstüchtigere Software müsste sich ja dann auch in der freien Wildbahn, in Anführungszeichen, stärker vermehren als die nicht so überlebenstüchtigere Software. Und Selektionsverfahren bei Darwin sind zum Beispiel Fressfeinde, das ist ganz klar. Wenn man sich das Ganze vorstellt, man hat ganz viele Fische in einem See und die werden alle herausgefischt, weil man die essen möchte, dann sind irgendwann keine mehr drin und dann ist es dann Ende gewesen mit der Fischpopulation in diesem See. Es gibt natürlich auch eine Konkurrenz um Nahrung und um Brutreviere und es gibt Umwelteinflüsse. Kann man sich ja im Hinterkopf behalten. Die Dinosaurier sollen ja ausgestorben sein, weil ein großer Komet die Umwelt so stark verändert hat, dass die Lebensbedingungen für diese großen, für diese schwerfälligen, für diese Tiere, die sehr viel Nahrung und sehr viel Energie pro Tag brauchen, einfach nicht mehr vorhanden waren. Und das sind sozusagen die Teile, die für die Auswahl verantwortlich sind. Und jetzt steigen wir mal ein und schauen uns an, was denn Gründe für ein Aussterben von Arten und für Tiere dann überhaupt zulässig sind. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann gibt es diese 6 Gründe, die man, oder es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Gründe, aber das ist meiner Meinung nach die Essenz, die 6 stärksten Gründe, die ich da gefunden habe. Erstens ist, dass die Population zu klein ist, dass sie nicht lebensfähig ist. Der zweite ist, dass man eine zu geringe genetische Variabilität innerhalb einer Art hat.
Das ist eine sehr interessante Sache, weil man dann sich auf die Bedingungen schlecht anpassen kann. Und der dritte ist natürlich auch ganz klar, das hatte ich ja eben schon mal mit dem Teich und den Fischen, dass man einfach zu viele Fressfeinde für eine Art hat. Wenn man zu viele Fressfeinde hat, dann stirbt die Art aus. Ja, ein weiterer Punkt ist die starke Konkurrenz. Wenn man sich um die Nahrungsressourcen mit sehr vielen anderen konkurrieren muss, dann hat man es natürlich schwer, sozusagen sein Überleben zu sichern. Und ein starker Parasitenbefall in einer Art ist natürlich auch ein Indiz dafür oder kann eine Motivation sein, beziehungsweise kann dazu führen, dass eben eine Art, die einen sehr starken Parasitenbefall hat, sich nicht als überlebensfähig herausstellt. Ja, und als letzten sind natürlich, man denke hier auch, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ganz leicht durch, der Dinosaurier, starke und schnelle Umwelteinflüsse oder Veränderungen, die eben dazu führen, dass Arten aussterben. Also der Dinosaurier ist ja heutzutage in unserem Sprachgebrauch der Begriff geworden für etwas, was nicht überlebensfähig ist, weil er sich nicht schnell genug anpassen kann. Und anhand von diesen sechs verschiedenen Szenarien werden wir jetzt mal durchgehen und schauen, wie ist freie Software gegenüber proprietäre Software aufgestellt in diesem Überlebenskampf in Anführungszeichen. Und wer wird, wenn wir jetzt hier einfach Punkte vergeben, also wenn die Population zu klein ist, freie Software vielleicht gewinnt und bei anderen proprietäre Software gewinnt, wer dann unter dem Strich am Ende des Tages einfach bessere Überlebenschancen hat in diesem Wettkampf, den wir hier täglich sehen, um das Überleben von Software. Und somit fangen wir mal an und betrachten zuerst mal, was passiert, wenn eine Population zu klein ist. So, da habe ich das Ganze mal angeschaut an den Debian-Maintainern. Also wenn man sich das Ganze mal anschaut, wir haben eine ziemlich steile Entwicklung. Ich hätte natürlich jetzt hier auch den Marktanteil von Microsoft Windows auf dem Desktop-Bereich an die Tafel werfen können. Hätte man auch eine sehr steile Kurve von Anfang bis zum Ende sehen können. Also was ich damit zeigen möchte, ist, dass eine Anzahl von einem erfolgreichen Projekt, dass das irgendwie zusammenhängt und dass es sehr wichtig ist, dass man eine gewisse Masse erreicht. Und was ich hier zeigen möchte, ist einfach, dass diese Masse im freien Softwarebereich mittlerweile vorhanden ist, dass die da ist, dass wir eine Menge freie Softwareentwickler haben, dass wir eine Menge Debian-Maintainer haben, dass wir eine Menge KDE-Entwickler haben, dass wir eine Menge GNOME-Entwickler haben, dass es einfach riesige Anzahl von Leute gibt, die ihre Zeit und ihr Wissen, ihr Know-how in freie Softwareentwicklung stecken. Und als zweites Beispiel, was ich anführen möchte, ist die Anzahl von Wikipedia-Artikeln. Auch was man hier sieht, ist, dass hier die Masse natürlich kontinuierlich zunimmt. Also man hat klein gestartet und man hat groß geendet. Und man hat hier ein ziemlich starkes lineares Wachstum, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Und das geht mit Sicherheit auch noch so weiter. Denn etwas, was, wenn man schaut, warum das so ist, warum jetzt Wikipedia und OpenStreetMap in freie Software so erfolgreich ist, wir haben hier eine Strategie, die dahinter, eine Überlebensstrategie sozusagen, ein Divide and Conquer. Denn was wir hier in die Masse reinschmeißen oder was wir in die Waagschale reinschmeißen, ist eine große Masse von Leuten. Also was glaubt ihr, wie lange man brauchen würde? Wir hatten eben 250.000 Artikel, wenn eine einzige Person diese 250.000 Artikel schreiben sollte. Also ich glaube, dann wäre die ganze Basis, die wir da hatten, nicht so weit verbreitet, wenn wir dieses Divide and Conquer System hier nicht angewandt hätten. Ein weiteres gutes Beispiel dafür ist OpenStreetMap. Wenn man sich schaut, wie OpenStreetMap, diese Kartenmaterialien, die da im letzten halben Jahr entstanden sind, das ist einfach nur deshalb, weil ganz viele Leute mit so einem GPS
Tracker, mit so einem GPS-Maus beim Fahrradfahren, beim Radfahren, beim Autofahren, beim zu Fuß gehen einfach dabei haben und sich abends 5 Minuten ihrer Zeit, vielleicht auch 10 Minuten ihrer Zeit opfern, um hier dieses Kartenmaterial zu erstellen. Und wenn man sich das Ganze anschaut, für das Individuum sind es 5 Minuten, aber wenn man das Ganze auf die 2 Millionen, 5 Millionen oder vielleicht auch 10 Millionen Gesamtnutzer hoch addiert, ist das eine Zeit, die eine proprietäre Firma schon ziemlich teuer bezahlen muss an Mitarbeitern, die sie hier reinstecken müssen. Etwas, was natürlich da sehr wichtig ist, ist, dass eben jeder Benutzer, also nicht nur Entwickler, sondern wirklich jeder Benutzer auch zum Erfolg des Projektes beitragen kann. Was wir hier sehen, ist, dass man nicht mehr diese Spezialisten hat, die bezahlt durch die Republik fahren, wie das noch vor 10 Jahren ist, und diese Karten in ihrem Tagesgeschäft erstellen, sondern wir sehen, dass diejenigen, die das eigentlich selbst nutzen wollen, dass die dazu beitragen, und das ist einfach eine viel größere Masse, die man erreichen kann, als dass eine Firma in einem proprietären Verfahren erreichen kann. Und das Spannende bei dieser ganzen Sache ist, dass dieses sogenannte Open-Source-Prinzip, es gibt da ganz viele Vergleiche immer, man vergleicht zum Beispiel Microsoft Windows mit einem Open Source oder mit Open Source. Das ist ziemlich daneben, wenn man hier Äpfel mit Birnen vergleicht. Weil was Open Source eigentlich darstellt, ist die Grundlage für das Zusammenspiel, ein kollaboratives Modell. Open Source gibt uns die Möglichkeit, oder freie Software gibt uns die Möglichkeit, hier ein Verfahren zu schaffen, sodass viele Leute weltweit, Millionen Leute weltweit, gemeinsam an einem Projekt arbeiten können, ohne dass man hier Gefahr läuft, dass man hier die Spielregeln verletzt. Also Open Source sind sozusagen die Spielregeln, um das Zusammenarbeiten von freier Software oder von so etwas wie OpenStreetMap oder für die Wikipedia zu definieren. Und das führt dazu, dass natürlich jeder zusätzliche Entwickler den Pool von freier Software vergrößert. Also was wir hier haben, ist eine stetige Vergrößerung. Ich sage jetzt nicht, ob das jetzt sinnvolle Fragmente sind, die man nutzen kann, aber jeder Programmierer, der etwas dazu beiträgt, hilft dazu, dass freie Software eben größer wird. Jeder zusätzliche Benutzer bedeutet eben mehr Gewicht für freie Software. Wenn wir 5 Benutzer haben weltweit, dann ist das was anderes, als wenn man 50 Millionen Benutzer haben. Und Größe bedeutet natürlich auch Schutz für freie Software. Es ist viel schwieriger, eine große Massenbewegung irgendwie zu zerstören, als eine kleine, nicht so bedeutende. Größe bedeutet auch Marktmacht, das muss man sehen, wenn es einfach 20 Millionen Leute gibt, die eine offene Hardware haben wollen oder die ein Mobilfunktelefon haben wollen, das nicht so stockproprietär ist. Wenn dann diese 20 Millionen Leute hinkommen und sagen, ich will aber ein offenes Gerät haben, weil ich damit was machen möchte, weil ich mir nicht vorschreiben lassen möchte, was ich mit diesem Gerät machen möchte, dann ist das natürlich eine Marktmacht und da wird man das schwer ignorieren können. Und wichtig ist natürlich auch, dass die Größe wichtig ist für das Lobbying. Also wenn man sich alleine nur anschaut, wie viel Fernsehzeit man bekommt, wenn man 100.000 Menschen hinter sich hat, als wenn man nur 5 Leute hinter sich hat, dann ist das natürlich, hat das schon was mit Größe zu tun. Also wichtig, um die ganze hier, die Größe der Population ist immens wichtig für das Überleben von Software. Aber jetzt kommen wir noch dazu, wenn man das Ganze auf freie Software hat eine Eigenschaft, die sich von der proprietären ein wenig darauf unterscheidet, nämlich freie Software kann auch überleben, wenn die Population kurzzeitig auf Null runter ist. Dann ruht diese, ich sage jetzt einfach mal, dann ruht diese freie Software und die bleibt in diesem freien Softwarepool vorhanden, solange bis irgendwann wieder jemand da ist und sagt, das kann ich gebrauchen, das wirklich wieder zu leben. Das ist ungefähr so wie diese Urzeitkrebse, die es ja da gibt, die in diesen ausgetrockneten Flussbetten jahrzehntelang überleben können, und wenn dann irgendwann wieder ein Wassertropfen fällt, dann erwachen die wieder
zu leben. Und das haben wir ja auch mit der freien Software, weil das Wissen, was wir von dieser freien Software in diesem Pool gesammelt haben, das bleibt erstmal in diesem Pool vorhanden. Er wird vielleicht nicht genutzt, aber vielleicht wird es dann in 2 Jahren oder in 3 Jahren gibt es dann eine Wiederbelebung dieser Komponenten. Und wir haben also hier die Möglichkeit, einen ganz kleinen Vorteil für freie Software herauszusehen. Allerdings bin ich der Meinung, dass dieser Vorteil zu gering ist, um hier einen Wertungstreffer zuzulassen. Und somit lassen wir bei diesem ersten Punkt, was die Größe der Population und auch unter der Voraussetzung, dass Microsoft Windows eine Riesenpopulation als Windows-Installationsbasis noch zur Verfügung hat, hier in Unentschieden gelten. Vielleicht noch ein Satz dazu, da wir hier auf der Frostcom sind, einen freien Software-Event, ist natürlich ganz klar, wer die Heimmannschaft ist, oder? Also wir haben hier ein Heimspiel und das werden wir dementsprechend auch dann weitermachen. Und der nächste Punkt, den wir uns anschauen, ist die zu geringe genetische Variabilität innerhalb einer Art. Das ist ein ziemlich interessanter Punkt. Da kann man sich, wer kann damit im Moment erstmal was anfangen? Das ist... Okay. Ja, also im Prinzip schon sehr gut. Das trifft den Punkt sehr genau. Also ich habe jetzt mal aus der Wikipedia den Begriff der genetischen Variabilität hier mal herauskopiert. Und wichtig sind die Abweichungen, die man hier hat. Also wie identisch sind einzelne Gruppen? In der Software Engineering nennt man das, glaube ich, Produktfamilien. Also wie gut kann man sich an bestimmten Spezialanfassungen, an Forderungen anpassen? Und wenn man uns jetzt nochmal ins Gedächtnis führen, was die 4 Freiheiten von freier Software sind, dann ist eine von dieser Freiheit, nämlich dass jeder, der eine legale Kopie von dieser Freiheit bekommen hat, eben auch diese Software anpassen kann. Und somit haben wir, wenn man sich das Ganze mal als genetische Variabilität anschaut, mit freier Software eine ganz gute Voraussetzung, dass man hier eine Anpassung schaffen kann. Und was ich jetzt hier mal visualisiert habe, ist, weiß eigentlich irgendjemand, wie viele Linux-Distributionen es genau gibt? Eine Menge. 12 Millionen, gut. Also wahrscheinlich hat man so viele Anwendungsfälle man da hat und Spezialfälle, so viele Linux-Distributionen wird man haben. Und das ist eine Ausprägung von der genetischen Variabilität. Freie Software ist einfach so flexibel. Das kann man aber auch auf die Entwickler beziehen, weil wenn die Entwicklerpopulation das Problem, alle mehr oder weniger das Gleiche machen, sind nicht in der Lage, auch mal wirklich neue Konzepte oder andere Ansätze einzubringen. Dann würde die Software auch sich nicht wirklich weiterentwickeln. Wenn es auf einmal Leute aus der ganzen Ecke kommen, zum Beispiel mit Effizienz oder Skalierbarkeit oder wie auch immer, ganz andere Sachen einbringen, wird die Software natürlich auch ganz andere Anwendungsgebiete erschließen können und damit vielleicht auch viel stärker sich verbreiten können. Ja. Das stimmt. Ist aber ist meiner Meinung nach aber bedingt, aber auch in dem freien Softwareentwicklungsmodell, weil ich hier eine offene Entwicklungsplattform überhaupt habe. Bei einem proprietären System stellt man sich mal so vor, ich habe eine super Idee, wie ich Microsoft Windows erweitern kann. Was mache ich? Ja, ich schreibe die erste E-Mail, ich schreibe die zweite E-Mail. Ich schreibe vielleicht ein Proposal, was man da machen kann, aber ich befürchte, man wird mich nicht mal hören. Und bei freier Software kann ich, man kann sich ja mal diesen Slackware-SUSE-Zweig hier anschauen. Slackware, Patrick Volkerding hat seine Slackware hier zusammengestellt und SUSE ist hingegangen und hat die auf die deutsche Sprache angepasst. Und das ist...
ich glaube, wenn man eine E-Mail an Patrick Volkerding geschrieben hätte, hey, mach mal deine Slackware auf Deutsch, dann hätte man da keinen großen Erfolg gehabt. Aber da saßen vier Leute in Nürnberg, die haben gesagt, das ist eine tolle Sache. Wir sehen da eine Chance, wir sehen da ein Potenzial und wir werden das Ganze auf den deutschen Markt einsetzen. Und so hatte man dann hier eine Nische gefunden und so hat man dann eine Weiterentwicklung geschaffen. Und das ist der große Unterschied, den wir hier haben zwischen proprietärer Software und freier Software. Proprietäre Software ist einfach, die ist im Besitz einer Firma oder einer geschlossenen Gruppe und ich habe keine Chance, meine Ideen dazu beizutragen. Freie Software ist offen, sozusagen nur noch beschränkt über die Kreativität und die Möglichkeiten derjenigen, die da was mitmachen möchten. Naja, inwieweit ist denn ein Schimpanse mit einem Gorilla verwandt? Also natürlich gehören die alle zu derselben Art und zu derselben Familie. Und wenn man sich das angeschaut hat, also natürlich hat eine Red Hat etwas anderen Flavor als eine SUSE und hat ein bisschen anderen Flavor als einen Debian. Und sie fühlt sich etwas anders an, aber im Großen und Ganzen am Ende. Wir sehen ja auch bei Populationen, wir sagen ja nicht, wann die Menschenaffen sind vom Aussterben bedroht, sondern schon konkret Berggorillas oder keine Ahnung, welche Art. Klar, also wie fein man das granuliert, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Was natürlich im Großen und Ganzen ist, verschwindet so eine Distribution wie Yggdrasil oder wie die DLD oder sowas, verschwindet die. Also ich habe zu Hause noch eine irgendwo in meinem Archiv liegen und solange andere das auch haben, verschwindet diese nicht. Und theoretisch, es ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, könnte man die aber trotzdem wieder anpassen. Hier geht es aber auch gar nicht bei diesem Aspekt um die Größe der Population, sondern hier geht es darum, wie anpassungsfähig ist freie Software im Vergleich zu proprietärer Software. Und dass wir hier die Möglichkeiten haben, oder dass wir hier ganz viele Distributionen haben, zeigt, ist meiner Meinung nach ein Beleg dafür, dass es sehr anpassungsfähig ist. Das sieht man vielleicht auch in der Biologie, da, wenn man viele Arten hat, viele Menschenaffenarten hat, dann ist diese Teilspezies Menschenaffen anpassungsfähiger wie eine Art, die vielleicht 200 Millionen Jahre gleich geblieben ist und dann einen Umwelteinfluss nicht mehr mitmachen konnte und ausgestorben ist. Ja, ich denke, also ich verstehe schon den Punkt, ich denke halt nur, dass zu viel Variabilität, zu viel Diversität offen ist. Ja, da werden wir gleich noch hinkommen. Okay. Da kommen wir gleich noch hin. Also wenn man das Ganze nämlich hier nochmal einordnet, die Variabilität und die Anpassungsfähigkeit, da wird man sehen, dass proprietäre Software einfach dadurch, weil sehr viel weniger Leute Zugang haben und sehr viel weniger Leute hier die Möglichkeit haben, anzupassen. Also wenn man mal weiß, Microsoft hat 79.000 Mitarbeiter weltweit und 9.000 Programmierer. Also an diesen ganzen Microsoft-Produkten, die sie haben, können 9.000 Leute programmieren. Mehr stehen nicht auf der Gehaltsliste von Microsoft. Und ich kann zum Beispiel, also selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht, weil ich habe keinen Zugriff zu den Quellcodes. Bei freier Software sieht das Ganze anders aus. Freie Software steht prinzipiell jedem offen, steht auch Microsoft offen als Beispiel. Ich will jetzt nicht hier gegen Microsoft argumentieren, es ist nur ein leuchtendes Beispiel für proprietäre Software. Ich könnte genauso gut auch Apple hier nehmen, die sind auch nicht offener, was ihre Software betrifft. Ja, auf jeden Fall, freie Software hat einfach eine hohe Anpassungsfähigkeit. Das sieht man in den unterschiedlichen Einsatzszenarien, in denen es eingebracht wird und es hat eine hohe Variabilität. Wenn du sagst, dass jeder hingehen kann und sich seine Software bauen kann, wie er möchte, dann bedingt das natürlich einmal, dass ich eine Fähigkeit dazu haben sollte. Also wenn ich jetzt immer mal kein PHP, dann stehe ich ganz schön auf dem Schlauch, mir eine Webanwendung zu bauen. Von daher ist die proprietäre Software da unten, die ist ja genauso anpassungsfähig, weil da brauche ich die Fähigkeit, Geld zu haben. Kann ich mir das Feature vielleicht auch kaufen? Ja, die
man kann es kaufen, wenn irgendjemand verkauft. Das ist klar. Bei dem einen ist es vom Design schon drin und deswegen ist es auch nicht ganz unten, sondern es hat schon noch natürlich nicht null, sondern es hat eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Aber es ist natürlich nicht so anpassungsfähig wie freie Software, weil ich mit freier Software einfach viel mehr machen kann. Und gehört, dass Microsoft irgendwie für jemanden, für Kunden irgendwie was angeboten hat? Also ist es irgendwie auch nichts? Ja, genau. Also alle Microsoft-Produkte sind nur aus Kunden entstanden. Stimmt. Das ist ja klar. Genau, das ist der Unterschied. Da gibt es viele Beispiele. Ich komme aus der Telco-Industrie, denke mal an die ganzen ISDNs, Supplementary Services, die sind alle von irgendwelchen Gremien, sehr geschlossenen Gruppen, die sich alle 4 Jahre mal auf IT-Tagungen getroffen haben, definiert worden. Ein Stück über 40 oder 50 Verstecken. Wer nutzt sie? Ja, außer ein bisschen Call Forwarding oder eine E-Mail in eine Voicebox entsprechend, that's it. Aber es gibt 40 oder 50. Und das Schlimme daran ist, die Telekom-Unternehmen haben die Dinger bei den Telekom-Anbietern, also bei den Geräteherstellern, auch noch gekauft und sich über die Gebühr bezahlen lassen, obwohl sie keine nutzen. Das sind kleine Gruppen. Wollte die Nutzungsstrategie, um das dann einfach mal weiter nach vorne zu treiben, am Beispiel von Debian GNU Linux. Also wenn man Debian GNU Linux als Ressource sieht, die man nutzen kann, wo ganz viele Entwickler hinten dran stehen, dann könnte, wenn man eine Idee hat, zum Beispiel eine speziell für den Telekommunikationssektor zugeschnittene Distribution oder eine für Ärzte oder eine für Rechtsanwälte oder was auch immer. Wenn man da eine Idee hat, kann man sozusagen eine Auswahl von der Ressource Debian GNU Linux machen. Dann wird man diese anpassen, erweitern, weil man hat die Möglichkeit, die Anpassungen durchzuführen und die Erweiterungen durchzuführen. Der nächste Schritt ist eben ein Stabilisieren, weil man will ja hiermit auch eventuell ein Geschäft aufbauen. Also braucht man eine gewisse Qualität, die man hier haben möchte. Das nächste wäre das Zusammenführen wieder. Wenn ich das nicht mehr zusammenführe, habe ich ja sozusagen eine neue Weggabelung geschaffen, sozusagen ein Fork geschaffen. Das kann natürlich sehr teuer werden. Ich kann natürlich auch versuchen, dass das, was ich geändert habe, wenn das sinnvoll ist, wenn das sich abstrahieren lässt, wieder in die Originalversion hereinzubringen, sodass ich eine kleinere Unterscheidung habe, nur von dem ich hier meine Auswahl und meine Ableitung getroffen habe. Und der letzte Schritt ist natürlich das Vermarkten. Und wenn man das Ganze jetzt hier in die freie Wildbahn bringen muss, dann muss man eben zeigen, dass man hier ein Produkt hat oder eine Idee hat, die es wert ist, eingesetzt zu werden, sodass man hier mit ein bisschen Marketing, ein bisschen PR zu dem Projekt die ganze Sache ganz gut hinbekommt. Ein Beispiel für so etwas, wie das gelaufen ist, das kann man natürlich über den Punkt 4 noch ein bisschen streiten, ist Ubuntu. Ubuntu macht das im Prinzip genau so. Die wählen jedes halbe Jahr ihre Pakete aus, die sie haben wollen von der GNU Debian Ressource. Dann passen sie die an, so wie sie brauchen. Dann stabilisieren sie das 3-4 Monate und dann geben sie das marketingmäßig raus. Und über den Punkt 4, da kriegt man unterschiedliche Aussagen, je nachdem, ob man mit jemandem von Ubuntu oder mit jemandem von Debian spricht. Aber im Großen und Ganzen ist das Erfolgsmodell von Ubuntu, was hier auf der Folie drauf ist. Eine weitere Strategie ist die Wiederverwendung. Das ist ja eins der großen Punkte, die wir jetzt hier eben auch hatten. Man nimmt etwas und zentralisiert. Jetzt muss man natürlich sehen, Wiederverwendung ist ein sehr mächtiges Konstrukt, weil man sehr effizient eine schnelle Entwicklung machen kann. Wenn ich auf bestehende Sachen zurückgreifen kann und nicht alles von null entwickeln muss, habe ich natürlich schnellere Erfolge, als wenn ich auf der grünen Wiese bei null anfange und sage, okay, jetzt fangen wir an mit dem Rad. Und dann kriegen wir irgendwann den Strom und dann haben wir den Computer und dann haben wir dann unser Warenwirtschaftssystem. Und
Ich habe also weniger Entwicklungsaufwand und ich habe eine Steigerung der Interoperabilität, weil wenn ich die Komponenten nehme, die mein Wettbewerbsprodukt auch nimmt, dann habe ich natürlich eine gewisse Interoperabilität, weil wir benutzen dieselben Komponenten. Aber jede Wiederverwendung ist natürlich auch eine Verringerung der Variabilität. Wenn alle dieselben Komponenten verwenden, haben wir weniger Anpassungsfähigkeit, also theoretisch. Man kann natürlich auch, das ist der Vorteil von freier Software, man kann natürlich hier auch hingehen und kann die Anpassungen selbst machen. Dann ist man aber nicht auf 100% Wiederverwendung hier an. Und wenn man sich das Ganze anschaut, jetzt mal freie Software und proprietäre Software entgegensetzt, dann wird man sehen, dass Anpassen eben ein Grundpfeiler ist, einer der Freiheiten von der GPL. Also Anpassen ist einer der Grundpfeiler von freier Software, wobei Pflegen von vielen Softwareversionen bei proprietären Software ein Horror ist. Das wird man versuchen zu vermeiden. Wenn ich 20 Kunden habe und 20 verschiedene Versionen habe, dann brauche ich wahrscheinlich auch 20 Teams. Und somit sind die Kosten elementar höher. Und bei proprietärer Software wird man also in der Regel eine niedrige genetische Variabilität erwarten als bei freier Software. Und das ist auch das, was wir hier am Anfang gesehen haben. Bei einem Windows-Betriebssystem oder bei einem AIX-Betriebssystem ist ja auch eine proprietäre Software, hat man eben nur einen Zweig, den man hier großartig hat. Und während man bei freier Software 3, 4, 5 verschiedene BSD-Versionen hat, man hat unzählige Linux-Distributionen für jeden Einsatzzweck handgetuned, sodass man hier die genauen Sachen gar nicht alles überblicken kann, was es hier für Anpassungen gibt. Und wenn man jetzt also die genetische Variabilität sich anschaut und das Ganze dann schaut, dann bin ich der Meinung, dass dieser Punkt zur freien Software geht. Und somit ist die freie Software jetzt mit 1:0 in Führung gegangen. Ja, der nächste Punkt, so viele Fressfeinde, da habe ich lange diskutiert, was man denn unter Fressfeinden da überhaupt verstehen kann. Also, was ist dann überhaupt erstmal ein Fressfeind? Aus der Wikipedia habe ich dann da mal die Definition übernommen und im Prinzip muss man einem lebendigen Organismus Schaden zufügen und man konsumiert ihn. In der Regel hat das den Tod dieses lebendigen Objektes oder Organismus zur Folge. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass Software als solches nicht so richtig lebendig ist. Und ich bin der Meinung, Software lebt durch ihre Menschen, also durch Entwickler und Benutzer. Und Fressfeinde ziehen diesen Projekten Leben, indem sie sich an diesen Projekten laben. Und jeder Fressfeind von freier Software ist einfach diejenigen, die Entwickler oder Kunden von freien Softwareprojekten herausziehen. Und da gibt es wirtschaftliche Angriffe, da gibt es juristische Angriffe und es gibt soziale Angriffe. Und hat irgendjemand Vorstellungen, was zum Beispiel ein sozialer Angriff gewesen ist auf ein freies Softwareprojekt? Erinnert sich noch jemand an den Gentoo-Gründer? Der ist ja dann von Gentoo weg zu Microsoft hin. Also hier ein sozialer Angriff ist sozusagen ein Abwerben von Hochtalentierten oder von... Okay. Gut. Na naja, gut, vielleicht passt dieses Ergebnis oder dieses Beispiel jetzt nicht 100%, aber ich glaube, es verdeutlicht, was damit gemeint ist. Also man kann natürlich Köpfe kaufen. Also man kann hingehen und kann führende Leute kaufen. Es gab mal
ein Softwareprofessor in meinem Studium, der sagte, wenn Firmen mal realisieren würden, wie einfach das Wissen, weil das in den Köpfen der Programmierer ist, zu kaufen ist, indem man einfach die richtigen Leute kauft und nicht die Firmen, würde man einfach viel, viel weniger Geld ausgeben müssen. Und wie bitte? Genau, derjenige, der das Turbo Pascal. Okay, wirtschaftliche Angriffe sind in der Konsequenz dann einfach nicht, dass man Personen kauft, sondern dass man ganze Firmen kauft. Das ist ja in der Vergangenheit auch schon häufiger vorgekommen. Juristische Angriffe habe ich aufgenommen, weil das auch eine spannende Sache ist. Dazu zählen zum Beispiel auch diese ganzen Patentsachen. Dazu zählen aber auch zum Beispiel, wenn es mir irgendwie mit juristischen Mitteln gelingt, dass ich zum Beispiel nicht mehr kontributen kann zu einem Projekt oder dass ich dieses nicht mehr herunterladen kann, dass ich also nicht mehr partizipieren kann, dann habe ich eben hier einen juristischen Angriff gefahren, weil wenn ich ein juristische Angriffe gibt es aber auch in beide Richtungen von der Open Source Community auch proprietäre. Ich habe jetzt hier noch keine Unterscheidung zwischen Open Source und proprietär. Okay. Hier geht es aber nicht darum, hier eine zu diesem Zeitpunkt schon eine Unterscheidung zwischen Open Source und freier Software, sondern hier geht es erstmal darum, was überhaupt Fressfeinde von Software sein können. Und dazu zählen eben hier, das ist dann auch ein Beispiel, aber auch juristische Angriffe. Weil, wenn man sich das Ganze mal anschaut, wirtschaftliche Angriffe, was das für ein Potenzial hat, Microsoft hat eine Menge, wenn man ihre ganzen Aktien zusammenzählt, jemals, wenn man Yahoo glauben darf. Die sind ja jetzt auch so ein bisschen befangen, oder? Wie ist das? Auf jeden Fall, wenn man sich diese ganze Marktkapitalisierung anschaut, was meint ihr, reicht das aus, um sowas wie KDE oder Gnome oder Debian zu kaufen? Kann man nicht kaufen. Also trotz der 460 Milliarden Dollar, die Microsoft wert ist, kann man zwar ein Novel kaufen, man könnte ein Red Hat kaufen, man könnte alle die da unten drunter stehen, wahrscheinlich kaufen oder durch einen Merger zusammenführen. Was man aber nicht kaufen kann, ist ein freies Softwareprojekt, weil da gibt es nichts, was man kaufen kann, sozusagen. Und ja, so, das ist richtig. Man kann ein Projekt austrocknen, indem man alle Entwickler daraus bekommt. Die Frage ist, kriegt man diese Software weg? So, und irgendwann gibt es vielleicht wieder andere Leute, die dann da in diese Fußstapfen reintreten und dann ist das ein Kreislauf und ich muss pausenlos nachschieben, wenn das eine gewisse Attraktivität hat. Kann passieren. Ich könnte natürlich Geschwindigkeit rausnehmen, das ist klar. Okay, werde ich mir mal merken. Vielleicht kann man das visualisieren. Also der Besitzer von proprietärer Software kann gekauft werden. Der Besitzer von freier Software kann nicht gekauft werden, weil es gibt keinen Besitzer von freier Software. Das gehört sozusagen keinem. Freie Softwarepakete können nicht verkauft werden, das ist der Punkt. Juristische Angriffe können gegen beide Seiten gefahren werden. Und freie Software besitzt durch ihre Beständigkeit kaum Fressfeinde. Und das kommt nämlich jetzt diese Beständigkeit hinzu. Beständigkeit bedeutet, dass man es zwar austrocknen kann, aber es ist ja nicht weg, sondern es hat nur zu diesem Zeitpunkt keine Entwickler und keine Benutzer. Aber es ist nicht weg. Und wenn ich dann wieder Benutzer und Entwickler hinzufügen würde, durch welche Gründe auch immer, dann könnte ich diese freie Software wieder beleben. Wenn man sich mal anguckt, was gerade für Dinge drogen, beispielsweise bei der Frage, welches Gebiet System soll auf dem Laptop-Datei, oder wenn man die Frage stellt, welche Systeme werden in öffentlichen Verwaltung eingesetzt, dann gibt es eine andere Art von wirtschaftlichen Angriffen. Microsoft beginnt, sich solche Themen oder Projekte zu kaufen, indem
neues durch die Lizenzen etc. und auch Marktmacht zu erhöhen. Ja. Das ist auch eine Softwarewirtschaft, die du angriffst. Da wird zwar nicht das Produkt Linux oder KDE gekauft, aber es wird Markteinfluss oder Marktanteil gekauft. Und das ist auch ein. Das stimmt. Das stimmt auch. Ja, nee, auf den Punkt werden wir gleich nämlich noch zurückkommen. Da geht es nämlich darum, wie man starke Konkurrenz durch andere Arten sozusagen, die konkurrieren um dieselben Ressourcen. Hacken wir den Regenwald für die Linux-Software ab? Wie meinst du das? Wenn wir den Microsoft-Plan des Laptop entscheiden, also für Microsoft Office, ist es quasi der Regenwald, auf dem das Linux-Biotop ist. Solange man jetzt nicht hinkommt und sagt, irgendwelche Biersorten trinken für den Regenwald oder für freie Software. Nee, also ich werde da gleich noch darauf zukommen, wie das ist das kommt jetzt ein bisschen mehr, was du jetzt hier sagst, mit dem One-Laptop per Schalt, das kommt mehr in die Welt verändert sich. Und was sich da verändert, das ist ein weiterer Punkt später. Also, die ganzen Sachen haben wir hier gesehen und ich habe den Punkt an freie Software gegeben, weil es einfach schwerer ist, hier Angriffe zu fahren. Im Großen und Ganzen kann man zwar auch Leute kaufen, aber das wird nicht wirklich richtig einen Impact haben. Man kann Firmen kaufen, man könnte Red Hat kaufen, das wird aber eventuell nicht mal auf die Fedora-Entwicklung großartig Auswirkungen haben. Es wird es nur verlangsamen, aber es wird es nicht aufhalten. Und proprietäre Software leitet da natürlich sehr viel mehr. Es gibt sehr viel größere Beispiele, dass man eine Firma gekauft hat, weil man einfach einen Konkurrenten loshaben wollte. Und sobald man es gekauft hat, lässt man die Software einfach fallen und dann ist die weg. Und das ist natürlich, da hat freie Software einfach sehr viel mehr Vorteile und aus diesem Grund habe ich den Punkt an das Heimteam gegeben. So, dann kommen wir nämlich jetzt zu dem Punkt, der eben ja schon mal angedeutet worden ist, nämlich die starke Konkurrenz durch andere Arten. Das unterscheidet sich dadurch von den Fressfeinden einfach dadurch, dass man um knappe Ressourcen konkurriert. Also Windows konkurriert mit Linux, Linux konkurriert mit BSD, die einzelnen Distributionen konkurrieren untereinander. Und die Ressourcen sind unter anderem auch Benutzer, sind aber auch Entwickler, sind aber auch sowas wie Ruhm und Aufmerksamkeit. Also das sind ja alles Motivationen, die ich als Entwickler da zum Beispiel reinstecke. Vielleicht werde ich nicht bezahlt für meine Entwicklung, aber vielleicht reicht mir als Bezahlung in Anführungszeichen einfach bei 2000 Leuten oder sowas hoch im Kurs zu stehen, indem die alle sagen, Mann, das ist ja ein toller Typ, der kann ja vielleicht programmieren. Und das ist die Motivation, die da hinten dran steht. Und darum konkurriert man natürlich. Und da gibt es eben einen Wettbewerb zwischen diesen. Und ich finde, dieser Wettbewerb ist nicht schädlich, sondern der ist eigentlich gut. Also wenn man sich das Ganze anschaut, wie viel Wettbewerb gab es am Anfang, als der Navigator und der Internet Explorer um die Vorherrschaft gekämpft haben? Also da gab es in unglaublich kurzen Zeiten gab es eine neue Version von irgendeinem anderen Projekt. Man hat sich gegenseitig versucht, nach oben zu pushen, weil man den Marktanteil eben nicht verlieren wollte. Und in dem Moment, als der Internet Explorer dieses Rennen gewonnen hatte, gab es keine Weiterentwicklung. Wann gab es den Internet Explorer 7? Den gab es dann, als der Firefox wieder eine gewisse Marktmacht gewonnen hat. Und man sieht, auch eine Firma handelt natürlich nach dem ökonomischen Prinzip, wenn ich 100% Marktanteil habe, brauche ich da keine große Innovation mehr reinzumachen, weil ich habe halt 100% Marktanteil und ich halte es für wahnsinnig schwierig, seinen Marktanteil über 100% zu steigern. Also das ist da muss man natürlich aufpassen, wie viele Ressourcen man da reinsteckt. Im besten Fall gar keine, wenn es sich weiterhin verkauft. Und
dieser Wettbewerb ist natürlich da und da gibt es auch mehrere Strategien. Eine dieser Strategien ist zum Beispiel Follow the Leader. Also wenn man hingeht und sagt, Microsoft ist der Marktführer im Desktop-Betriebssystem-Segment, dann könnte ich ja einfach hingehen und könnte sagen, okay, dann baue ich das genau nach, 1:1, so das chinesische Modell. Hier habe ich ein Golf und hier habe ich halt einen chinesischen Golf. Und ich baue das 1:1 nach. Das klappt natürlich in dem Moment, wenn ich unglaublich viele Ressourcen zur Verfügung habe, vielleicht ganz gut, weil ich dann nämlich diese Zeit, die ich brauche zum Nachbauen, minimieren kann. Oder beziehungsweise bei einem Auto, das auch vielleicht 20 Jahre sich verkaufen lässt, klappt das auch ganz gut. Bei einer Software, bei der man ein Verkaufsfenster von vielleicht 2-3 Jahren hat oder vielleicht 4 Jahren, ist das natürlich sehr schwierig, wenn ich 5 Jahre brauche, um so eine Software nachzuprogrammieren. Und dann habe ich die endlich auf dem Markt und sage, hier ist es. Es ist genauso gut wie das Produkt, was ich hier geklont habe. Und dann schaue ich mich auf den Markt um und dann sind die schon eine ganze Generation weiter und keiner will mehr mein Produkt haben. Also das Problem mit dem Follow the Leader ist, das kann klappen, muss aber nicht klappen, hat sehr viele Schwierigkeiten, weil man immer mit dem Original konkurriert. Und warum soll ich dann die Kopie nehmen, wenn ich das Original haben kann? Sehr viel erfolgsversprechender meiner Meinung nach ist die Strategie des Cherry-Pickings. Das bedeutet im Großen und Ganzen, ich schaue mir meine Wettbewerber an. Welche gibt es da? Es gibt ja zum Beispiel ein Windows, es gibt aber auch ein Mac OS und es gibt GNOME, es gibt KDE, also es gibt eine Menge verschiedene. Und ich schaue mir alle an und ich schaue, was macht ein bestimmtes Wettbewerber besser als der andere. Wie kann man sich da die Rosinen rausnehmen? Also ich bediene mich nicht, indem ich ein Produkt komplett nachbaue, sondern ich nehme punktuell, suche ich mir die Rosinen raus aus diesem gesamten Verfahren und bekomme dann durch eine Kombination eventuell etwas, was man dann auch Innovation nennt. Innovation ist ja manchmal ganz einfach. Man nimmt von jedem nur einen Teil, fügt das zusammen und dann fragt sich die ganze Welt, warum hat das denn vorher noch keiner gemacht? Auf jeden Fall ist meiner Meinung nach die Strategie des Cherry-Pickings einfach sehr viel besser geeignet, um einen Rückstand aufzuholen, weil man nämlich auch was Neues reinbringt. Man ist keine Nachbildung eines Originals und man muss sich nicht fragen, warum, oder muss sich nicht fragen lassen, warum soll ich denn dein Produkt einsetzen, weil du kannst ja genau dasselbe wie das andere auch, sondern man hat wirklich was Neues geschaffen, indem man sagt, okay, wir haben von allen, die es gibt, das Beste uns überlegt. Und das ist eben etwas, was man dann hier auch hier unter dem Wettbewerb hat. Und man muss eben hier schauen, wie man diesen Wettbewerb nutzen kann. Ich bin der Meinung, ein Wettbewerb zwischen GNOME und KDE ist super, weil wenn irgendjemand etwas implementiert hat, was wirklich gut ist, dann kann man da relativ sicher sein, dass es dann irgendwann über kurz oder lang auch bei dem anderen ankommt. Und durch diesen Wettbewerb wird man sich nach oben katapultieren und man wird ein qualitatives Produkt bekommen, das eben auch bestehen kann und dass man auch das sich nicht verstecken braucht. Und es gibt da so ein paar Aussagen, die man da treffen kann. Je mehr Marktmacht ich habe, das war jetzt das Beispiel von dem Windows, dann werde ich natürlich stärker. Je größer meine Verbreitung ist, desto einfacher kann ich natürlich auch dann hier meine Marktmacht ausspielen. Der letzte Punkt ist, davon bin ich überzeugt, Software wird besser durch Konkurrenz. Je mehr Konkurrenz wir haben, je mehr Vielfalt wir haben, desto besser wird die Software. Und somit kann ich hier aber leider keinen Punkt geben. Weil hier einfach proprietäre und freie Software zu dicht beisammen sind, dass man hier einen Wertungstreffer geben kann. Ja. Das ist alles.
muss schneller werden. Okay. Ich habe noch, wenn ich das richtig sehe, 7 Minuten. Ich muss jetzt ein bisschen schneller da durch. Okay, der starke Parasitenbefall ist eigentlich, kann man das sehr recht schnell zusammenfassen. Man hat Monokulturen. Was man hier sieht, ist ein Denkmal, das an die große Hungersnot von Irland erinnern soll. Das steht irgendwo in Dublin. Und was die große Hungersnot mit unserem Parasitenbefall zu tun hat, ist eigentlich eine Randnotiz. Mitte des 19. Jahrhunderts hat Irland seine Bevölkerung durch 2 Kartoffelsorten ernährt. Und 1842 brach die Kartoffelfäule aus. Die befällt nicht alle Kartoffelsorten, aber dummerweise befällt die alle oder hat sie alle Kartoffelsorten befallen, die in England, die in Irland angepflanzt worden sind. Das hatte fatale Auswirkungen auf die Ernährung der Bevölkerung. Nämlich das führte dazu, dass ungefähr 1 Million Iren am Hunger gestorben sind und ganz viele ausgewandert sind. Was ich damit motivieren möchte, ist, dass natürlich Monokulturen einen Parasitenbefall unglaublich stark beflügeln. Und was wir hier sehen mit 95% Microsoft, ist natürlich ein Fest für Parasiten. Das sieht man ja auch teilweise. Ich schreibe eine Chart-Routine sozusagen und habe eine riesen Auswahl an Systemen, an denen ich mich da laben kann. Und dann kommt man nämlich jetzt hier hin, was ist ein Parasit im IT-Bereich? Im IT-Bereich nennt man das Malware. Das ist sozusagen ein Schmelzwort aus Malicious und Software. Und es geht hier darum, dass man eben schädliche Funktionen ausführt auf dem Computersystem. Und auch da ist freie Software ist mit Sicherheit nicht immun. Es gibt kein System, was immun gegen Parasiten sein wird. Aber die hohe genetische Variabilität, die wir haben, die spielt uns dann natürlich ein bisschen in die Karten, weil wir können nämlich hier hingehen und können sagen, okay, wir haben hier das Risiko minimiert, weil wir haben nicht eine identische Monokultur geschaffen. Ein Beispiel, wer kann sich noch an diesen Debian OpenSSL-Bug erinnern? Red Hat-Systeme waren nicht betroffen, okay, weil es ein Patch von Debian war. Aber man sieht hier diese hohe genetische Variabilität. Das ist jetzt vielleicht kein sehr gelungenes Beispiel, aber man sieht, dass man nicht 100% der gesamten Installation getroffen hat, sondern man hat eben hier nur einen Teil getroffen. Und das sind Mechanismen, die man hier anwenden kann, um eben das Risiko zu minimieren, indem man einfach sagt, wir haben eine höhere Varianz drin und dadurch haben wir das Risiko minimiert. Und wenn man das Ganze global anschaut, das ist einfach im Vergleich mit proprietärer Software bei freier Software mit weniger Schaden zu rechnen. Das ist natürlich nicht lokal zu sehen. Also wenn ich mir nur die Debian-Systeme anschaue, dann habe ich natürlich 100%. Aber wenn ich mir das global anschaue, über alle Distributionen hinweg, dann rechne ich einfach mit weniger Schaden durch Parasiten. Und somit gibt es einen Punkt für freie Software. Ja, kommen wir jetzt zu den starken und schnellen Umweltveränderungen. Die Welt ändert sich. Eine der großen Änderungen, die passiert ist, ist zum Beispiel das Internet. Erstaunlicherweise, wenn man die Aussagen von Bill Gates nimmt, hat Microsoft diese Entwicklung zum Internet komplett verpasst. Es ist also eine riesige Kraftanstrengung nötig gewesen, dass man die Microsoft-Produkte wieder fit für das Internet gemacht hat. Das hat man ja gesehen mit dem Internet Explorer und so weiter, was da alles gekommen ist. Die haben das geschafft, aber es war eine riesen Kraftanstrengung, die da passiert ist. Die Welt ändert sich allerdings pausenlos und mit den Technologien, die da hinzugekommen sind, wie das Internet oder Hardwareänderungen. Jede Hardwareänderung, die ich bekomme, bedeutet eine Anpassung. Also wenn ich keine Software habe, die auf 64-Bit-Systemen läuft und diese 64-Bit-Systeme keine 32-Bit-Software mehr ausführen kann, dann brauche ich eine Anpassung meiner Software auf die neue Hardware-Gegebenheiten. Neue Anforderungen kommen hinzu, wenn Benutzer irgendwas machen wollen, was vorher noch überhaupt nicht im Fokus stand, wie zum Beispiel Online-Banking. Klar braucht man natürlich erstmal ein Internet. Online-Banking ohne Internet ist nur halb so schön. Aber sicherer übrigens. Und das Ganze führt einfach dazu, dass sich die Rahmenbedingungen ändern und dass man hier anpassen muss.
Als ein Beispiel für Änderungen habe ich mal die Hardware- und die Softwarekosten gesehen. Das ist natürlich ein bisschen isoliert, idealisiert. Man hätte genauso gut die Softwarekosten auch steigen lassen können. Aber das kommt jetzt erstmal für unser, was man damit zeigen möchte, ist das jetzt erstmal egal. Was man gesehen hat, ist, dass die Hardwarekosten von Jahr zu Jahr preiswerter werden. Also wenn ich mich erinnere, wie viel ich vor 15 Jahren für meinen Rechner ausgegeben habe und wie viel ich heute ausgebe, dann ist das schon dramatisch weniger. Meine Vorführung halte ich hier auf so einem Triple EPC. Der hat mich 300 Euro gekostet. Jetzt stellt man sich vor, das Ganze kostet 100 Euro irgendwann in 5 Jahren, 10 Jahren oder so etwas. Bin ich dann bereit, oder wie viele Leute sind bereit, bei 100 Euro Hardwarekosten 500 Euro oder 1000 Euro an Lizenzkosten für die Software-Stack, die man daneben dran hat, noch auszugeben? Wenn ich 5000 Euro ausgebe, dann bin ich vielleicht auch noch bereit, 1000 Euro. Das ist dann, würde ich sagen, okay, gehört irgendwie, lässt sich dann auch ein bisschen runterrechnen. Aber je preiswerter die Hardware wird, desto schwieriger wird es, ein teures Softwareprodukt damit zu verwenden. Und jetzt kommt noch was hinzu, dass in der freien Software meistens dienstleistungsmäßig verkauft wird. Das bedeutet, wenn Asus hingegangen ist, sind sie jetzt nicht, die haben jetzt eine Lizenz bezahlt, aber sie hätten hingehen können und sagen, macht mir eine Anpassung auf mein System und wir zahlen euch 2 Millionen Euro dafür. Wenn sie dann ein Stück verkauft hätten, wäre das ein ziemlich teures Betriebssystem geworden, nämlich 2 Millionen. Wenn sie allerdings 10 Millionen Stücke verkaufen und dann diese 2 Millionen durch die 10 Millionen teilen, dann wird sich sozusagen diese Anpassungsarbeit, die sie investiert haben, wird sich durch die Stückzahl ziemlich nach unten amortisieren. Also ich bin davon überzeugt, dass uns sinkende Hardwarekosten gut in die Karten spielen, dass das für freie Software einfacher ist, weil wir da sehr viel besser uns anpassen können an diese neuen Umgebungen. Und das proprietäre Verkaufsmodell, die eben lizenzbasiert ist für jedes Stück, sehr viel schwieriger haben werden, ihre jetzigen Gewinne, die einfach dadurch motiviert sind, dass man für jeden vorinstallierten Rechner 70 Euro bekommt oder so etwas, wird es sehr viel schwieriger werden, die aufrechtzuerhalten. Das Beispiel des großen Gastes, Ihr Wettbewerb zeigt ja auch, dass Ihr Argument, dass Sie übertrieben wird, dass Sie höhere Marktanforderungen probiert werden. Deswegen die Verbreitung von diesem Mobile-Bereich. Ja, und im Embedded-Bereich. Und es gibt dann eine Also ich bin davon überzeugt, dass freie Software eben schnell an geänderte Umweltbedingungen angepasst werden kann. Das ist auch wieder begründet durch die Lizenz. Jeder kann es anpassen. Es gibt eine große Menge von Leuten, die es anpassen wollen. Angeblich, das wollte ich irgendwann mal nachprüfen, aber vielleicht kann das ja irgendjemand anderes mal, weil das weiß. Angeblich gab es ein Gesetz, dass man in Luxemburg nur Software verkaufen darf, die zumindest auch in der Landessprache verfügbar ist. Und da es sehr wenig Luxemburger gibt, ist es ein sehr kleiner Markt für Letzenbergisch oder sowas. Und das wollte ich einfach mal nachgucken, weil es gibt nämlich in KDE und in GNOME gibt es Language Packs dafür. Also irgendjemand hat sich da hingesetzt und hat das eingedeutscht. hat das in die Landessprache dafür reingesetzt. Das ist natürlich, wenn ich da wirtschaftlich handle, ist es natürlich schwierig, da einen Business Case zu sehen. Aber freie Software hat sich eben hier die Möglichkeit, sehr viel schneller sich an diese Umweltbedingungen anzupassen. Freie Software kann Nischen besetzen. Es braucht nur einen Entwickler. Es braucht nur einen Entwickler, der sich da hinsetzt und sagt, ich will das für mich haben, dann mache ich das. Und freie Software kann eben lange ruhen. Das ist das, was ich hatte. Wenn kein Entwickler da ist, kann es trotzdem passieren, dass es dann wieder wie Phönix aus der Asche aufersteht, wenn dann wieder die Umweltbedingungen sich geändert haben. Den Punkt gebe ich an freie Software. Und komme dann zu der Zusammenfassung ganz schnell noch dann durch. Gründe für Aussterben von Software sind meiner Meinung nach der Verlust von aktiven Entwicklern, der Verlust von Nutzern und Verlust von Quellcode. Einer von diesen Punkten oder die Kombination von diesen Punkten führt dazu, dass Software ausstirbt. Und der Endstand zeigt, dass freie Software ganz gut gerüstet ist, um den Kampf hier gegen das Aussterben zu bestehen. Und ich denke,
Optimismus ist hier schon angesagt, dass man hier auch im nächsten Jahr noch eine Foscon machen kann und auch im übernächsten Jahr und auch in 3-4 Jahren und uns immer noch über die ständig wachsende Beliebtheit von freier Software unterhalten können, weil wir, wenn man jetzt die Evolutionstheorie zugrunde nimmt, ganz gut gerüstet sind, um den Verdrängungswettbewerb hier mit freier Software, mit proprietärer Software zu bestehen. Und damit bedanke ich mich und stehe noch für Fragen zur Verfügung.